Hallo, ich bin Helene. Und ich bin Elmo. Und wir erklären euch das Wort des Tages. Ja, genau. Und das Wort des Tages heißt heute Füller. Füller? In einem Füller ist Tinte drin und man kann damit schreiben. Ja, das ist toll. Nein, stopp, Beispiel, Elmo. Das Wort des Tages heute heißt Fehler, nicht Füller. Ach so. Aber ist nicht so schlimm. Fang einfach nochmal von vorne an. Ja, gerne. Also, meins ist rot und das von Krümelmonster ist blau. Das von Pferd ist braun mit weißen Flecken. Emma, was redest du denn da? Na, ich erkläre das Wort des Tages. Felle. Also, mein Fell ist rot. Das von Krümelmonster... Nein, nicht Felle, Fehler. Wenn man etwas verkehrt macht, dann macht man einen Fehler. Also hat man was falsch gemacht. Ja. Aber Helene, dann habe ich es ja genau richtig gemacht. Was hast du richtig gemacht? Na, ich habe das Wort des Tages erklärt. Ja, aber da war doch alles falsch. Ja, genau. Ich habe einen Fehler gemacht. Ach so, richtig. Indem du einen Fehler gemacht hast du eigentlich das Wort des Tages erklärt. Genau. Ja. Oh, Helene, ja? Weißt du was? Dabei habe ich herausgefunden, dass Fehler machen überhaupt nichts Schlimmes ist. Nein, das stimmt. Denn wenn man Fehler macht, dann lernt man dazu und beim nächsten Mal kann man es wieder richtig machen. Genau. Ja. Fehler. Fehler. Ja. Danke, Helene. Ich hab dich lieb. Oh, ich hab dich auch lieb, Elma. Elmo. Ach so. Entschuldigung, ja, da habe ich wohl einen Fehler gemacht. Macht nichts. Wer ist schon fehlerfrei? Das habe ich irgendwo schon mal gehört.